Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 25. September. Da aber Jesus sie sah. Lukas 13, Vers 12. Wir saßen in einem Hotelsaal beim Mittagessen. Auf einmal stürmte ein Herr herein und erklärte: Ich habe vorhin meine Brieftasche liegen gelassen. Der Geschäftsführer fragte ihn: Welcher Kellner hat sie denn bedient? Der Mann schaute sich um und sagte dann verlegen: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht auf den Kellner geachtet. So gehen wir Menschen miteinander um. Da hat der Kellner diesen Mann eine Stunde lang gedient und der Gast hat es sich gefallen lassen, ohne dem Ober auch nur einen Blick zu schenken. So gehen wir aneinander vorbei, so kalt und gleichgültig. Wie anders der Herr Jesus. In der Menge ist ein altes Weiblein gebeugt von Alter und Krankheit. Ein armes Menschenkind. Wer kümmert sich schon um sie? Aber Jesus sieht sie, er ruft sie und nimmt sich ihrer an. Und der Oberzöllner Zachäus wusste später viel davon zu berichten, wie das war, als er auf einem Baum versteckt saß und wie ihn dann die Augen Jesu ansahen. Da erkannte Zachäus: Diese Augen sehen mich, wirklich, sie sehen meine Schande, aber auch meine Sehnsucht und mein Verlangen nach Frieden mit Gott. Am Zoll saß der Levi. Jeder Vorübergehende warf ihm das Geldstück hin und spie aus vor diesem verächtlichen Betrüger und Knecht der Römer, ohne ihn anzusehen. Aber dann kam Jesus. Er blieb stehen und sah ihn an. Er sah seine grenzenlose Erniedrigung, aber auch sein Heimweh nach Gott. Und dann rief er ihn als Jünger. Herr, wir wollen vor deinen Augen stehen bleiben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.